Fangen wir mal den angefangenen Stack. Mit dem geht's los hier. Einfach erstmal legen. So weit wie wir kommen. Und dann brauchen wir hier vorne schon einen Repeater. Repeater. Ja, also ich hoffe, ihr versteht, wie ich das jetzt gerade gemeint habe. Ne? Das war jetzt ja in keinem Fall irgendwie böse gemeint oder irgendwas, falls sich da jetzt jemand mit angesprochen fühlt. Ich finde das nur immer lustig halt. Na, da dürft ihr mich halt auch nicht verstehen. Ich bin halt ein sehr, ja, ironischer und sarkastischer Mensch so an sich. Und ich kann, bei sowas kann ich mich immer totlachen. Ne? Insbesondere halt so solche Sachen. Kann man besser bauen? Kann man schneller bauen? Kann man einfacher bauen? Wie auch immer. Hey, ich meine, es ist Minecraft. Man hat hier Möglichkeiten wie in keinem anderen Spiel. Ne? Aber dann einfach reinschreiben, kann man, oder halt bla bla bla, besser, la 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 la. Und dann stellt tatsächlich jemand die Frage, ja wie denn? Und dann einfach nie wieder zu erscheinen. Also ich meine, wenn man denn schon sagt, das geht besser. Ja, dann, und da fragt jemand, dann muss aber auch mal hier, ne, aus dem Arsch kommen. Und dann musst du auch mal erzählen, wie. Lieber Nutzer. Ich wollte mir ursprünglich den Namen des Nutzers aufschreiben. Aber das wäre dann wieder so an den Pranger stellen. Also, ja, so würde ich dann jedenfalls fühlen. Ich will jetzt auch nicht sagen hier von wegen, haha, guck mal, wie dumm der User ist oder so. Ne, also, man kann das jetzt auslegen, also ist Wahnsinn. Also das ist sowieso immer so eine Sache, ne? So eine Sache, die Auslegungssache, ne? Die gute alte Auslegungssache. So. Ne, denn auch solche Sachen wie, was ich da unten gebaut habe. Auch das kann man einfacher bauen. Auch das kann man leichter bauen. Aber ich bin halt ein Mensch, ich bin kompliziert und ich muss das. Wow. Und ich muss das halt so bauen. Ist auch nichts Verwerfliches dran, ist auch nichts Schlimmes dran. Also das ist auch immer so geil. Also einige Leute, die tun ja auch so, ne? Keine Ahnung, wenn man mal einen Fehler macht oder so. Ey, das ist für einige Weltuntergang. Wo du dich wirklich nur so denkst, Junge, wenn ich deine Probleme hätte, junge Mädchen, Babykind, was auch immer, ey, wenn ich deine Probleme hätte, ich wäre glücklich. Weil ich hätte keine mehr. Ne? Also ich finde das manchmal so geil. Und insbesondere jetzt bei YouTube habe ich ja nicht nur Leute kennengelernt, das wäre vielleicht nicht ganz das richtige Wort, aber ich habe jetzt Dinge gelesen, wo ich mir wirklich so manches Mal an den Kopf klatsch und denke so, alter Schwede, wie hast denn so die letzten Jahre überlebt? Also nicht ich, sondern die anderen. Wie hast denn das geschafft? Ohne dabei zu sterben. Respekt. Jeder normale Mensch wäre bei so einem Gedankengang oder irgendwas, das war schon wieder falsch, gestorben. Das müssen jetzt wieder zwei sein. So, das ist eine ganz schöne Redstone-Schleuderei hier, möchte ich mal sagen. Zack, leuchtet der auch? Jo. Der geht auch noch. Ja, da geht's hoch. Ah, der geht immer noch. Alles klar. Jetzt muss ich hier nur irgendwie. Madafu, ey. Jetzt komme ich hier nicht raus. Mit den Steinen komme ich hier immer raus. So, zack, hopp, hopp. Tja, wie steuere ich die beiden Kollegen denn, insbesondere den Kollegen hier an? Er muss ja eigentlich. Das muss ja eigentlich von unten ganz normal gehen, oder nicht? Wenn ich jetzt hier so und so. Oh, dann leuchtet er doch schon. Und der jetzt hier. Ja, wie bringe ich den denn jetzt? Irgendwie habe ich gerade einen Kolbenklemmer im Kopf. Da muss er denn wieder. Und dann so. Das ist doch gar nicht schwer. Stelle ich mich denn schon wieder so an. So, da kommt der hin.
Ne? Und so zieht sich das halt immer weiter hier. Der alte Weg. Ja, das ist halt so eine Sache. Ne? Und dann genauso, was ich auch mal... Was ich auch mal sagen wollte. Ja. Gut, hätte ich vielleicht ziemlich zu Anfang in die Aufnahme nehmen sollen, weil jetzt ist das... Jetzt läuft die Aufnahme schon. Ich weiß halt nicht, ob man das sehen kann, wenn ich Videos kommentiere. Das wäre nicht gut, wenn ich den hier... Dann muss ich den, wenn schon hier... ich habe da kürzlich ein Video kommentiert von einem Channel... das mir vorgeschlagen wurde, das Video. Und da stand dann halt irgendwie, hört auf mit dem... Achso. Oh Gott, ob ich das heute nochmal hinbekomme, einmal richtig zu machen? Ich glaube nicht. So, hier kommt der hin. Und dann so. Und so. Ich habe die Taschen schon wieder so erbärmlich voll. So, raus mit dem alten Feuerstein. Ja, ich weiß halt nicht, ob man das sehen kann. Auf jeden Fall, ich habe mich zusammengerissen und ich wollte das eigentlich gar nicht kommentieren und wollte eigentlich nur lachen, aber ich kam nicht drum rum, weil so viel... Ja, siehst du, ich hab's mir nicht gedacht. Vielleicht von der anderen Seite. Ja, weil so viel Halbwissen kann man doch gar nicht haben. Also... Falls man es nicht gesehen hat oder falls ihr es nicht gesehen habt und ihr euch jetzt fragt, wovon ich rede. Es geht darum, wie gesagt, ein Kanal meiner Wahl. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Das muss ja so. Oh, ansonsten klemme ich ja das Signal ab. Ich bin ja wieder einen Meter schlau. Oh Mann, ich bin so schlau. Das habe ich jetzt überall falsch gemacht. Ja, wie gesagt, habe ich das... ich wollte das nicht kommentieren, habe es dann doch gemacht. Denn es ging darum, irgendwie so ein Let's Play Together. Und zwar wurden die gegrieft, oder da war wohl ein Griefer am Werk. Wie auch immer. Ich habe mich da eigentlich erstmal nicht so drum geschert, war aber trotzdem mal neugierig, habe mir das Video angeschaut. Weil ich halt da so zwei, drei Kommentare gelesen habe, wo ich gedacht habe, so, den Zusammenhang, den möchte ich jetzt gerne mal wissen. Diese zwei Let's Player, also rein von der Stimme her, hätte ich jetzt gesagt, die sind so Mitte 20. Ja, die haben dann halt gemeint, ja, wir haben die IP und derjenige hat Zeit, sich zu entschuldigen, bla bla bla, alles bis hierhin ja noch alles okay. Irgendwo habe ich schon wieder das Signal abgeklemmt. Ah, hier. Ja, also derjenige hat Zeit, sich zu entschuldigen. Bis hierhin ja alles okay. Ich habe dann aber gedacht, derjenige hat Zeit, sich zu entschuldigen. Musste dann so an den Film Demolition Man denken. Simon Phoenix, legen Sie sich auf den Boden. Oder sonst. Na, also es war schon so, in die Stimme zu hören oder in die Stimmen zu hören, da kommt gleich ein oder sonst. Ja, oder sonst bringen wir das zur Anzeige. Ich habe einfach so im Stillen gedacht, so Pause, also das Video pausieren lassen, einen Moment wirken lassen, tief durchatmen, weitergucken. Und dann fingen sie da an mit irgendwelchen Online-Paragraphen, die sie rausgesucht hätten, Schutz der Privatsphäre oder irgendwie sowas im Internet. Also ich habe mir dann erst gedacht so, WTF. Ich habe dann aber die ganzen Kommentare darunter gelesen und habe so gedacht, ey nee, ich komme nicht drum rum, ich muss da einfach mal irgendwas unterschreiben. Also mein Kommentar wurde jetzt da irgendwie nicht beantwortet, weil ich habe das ja so eingestellt, sobald ein Kommentar von mir beantwortet wurde, kriege ich ja gleich eine Ingame-Nachricht. Jedenfalls habe ich keine bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Also finde ich zumindest. Ich habe dann jedenfalls gedacht, so schreibst du doch mal was zu. Und also mal ganz ehrlich, ja,
nur mal so rein vom Ding her. Man geht jetzt zur Polizei, sag ich mal, und erzählt den Ordnungshütern in ehemals Grün, erzählt man denn so, ja, da war jemand auf meinem privaten Minecraft-Server und der hat da alles abgerissen und der durfte das gar nicht. Jetzt versetze ich mich als mit Anfang 30, versetze ich mich einfach mal in die Lage oder in die Situation des entsprechenden Polizisten. Der denkt sich nur, WTF? Also mal ehrlich. Man muss dann, wenn man im Internet nach solchen Paragraphen guckt und so weiter, dann muss man die Gesetze auch bitte so auslegen, wie sie gemeint sind. Also, ich glaube nicht, dass sich irgendein Polizist oder irgendein Gericht in Deutschland um einen Griefer kümmert, der wahrscheinlich dann sowieso nicht mal strafmündig ist oder wo es überhaupt nichts zu holen gibt. Ich meine mal ehrlich, selbst da kam denn unter von einigen Leuten, ihr seid so eine Arschlöcher, ihr zerstört demjenigen das Leben. Da denke ich mir, hä? Mit einer Anzeige zerstört man das Leben? Okay. Mit einer Anzeige zerstört man keinem Menschen der Welt das Leben. Also es wäre mir zumindest neu, dass man damit Leuten das Leben zerstört. So, hier ist das jetzt leider halt nicht ganz symmetrisch. Geht auch nicht. Aber wir haben das hier endlich mal fertig. Nicht schlecht, Herr Specht. Haben wir Holz dabei? Haben wir nicht. Sonst hätten wir hier gleich mal... Pass mal auf, den reißen wir schon mal raus. So, hier nehme ich jetzt erstmal alles weg. Ich weiß nicht, ob ich hier noch Blumen hinpflanze oder irgendwas. Oder einfach ein paar Blumenpötte hinstelle oder irgendwas andeute, fake. Genauso wie hier auf der Wiese. Da bin ich mir halt noch nicht ganz sicher, wie ich das mache, was ich da mache. Ja, bring das mal zur Anzeige. Und dann zerstören, ne? Und dann die gesamten Kommentare darunter. Also, ich meine, wenn man mit so einem Halbwissen losgeht, und ich meine ganz besonders, das sagen ja auch andere Let's Player, man muss tatsächlich vorsichtig sein, was man im Let's Play sagt. Denn es gibt genügend leichtgläubige Menschen, die einem, ich will nicht sagen alles glauben, aber zu viel glauben und besonders zu viel Halbwissen glauben von einigen Menschen. Ich verweise dabei mal auf meine Folge 75, müsste das sein. Das war der Zeitpunkt, als Sopa Pipa Acta aktuell war. Ne, man erinnert sich, internationales Handelsabkommen letztes Jahr. War das letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Sollte man sich dran erinnern. Ne, das internationale Handelsabkommen Acta, was da geschlossen werden sollte. Nee, halt, bei Mechaniken kommen die rein. Nein! Die Kiste. So. Da hatte ich schon gesagt, also einige Leute erzählen ein Blech. Da sage ich jetzt auch ganz ehrlich, da bin ich damals auf Gronkh losgegangen. Wie er dann in seinem Let's Play, da habe ich das noch aktiv geschaut, ich glaube bis zu der Folge und dann nicht mehr weiter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie man das Ding baut. Wie baut man denn jetzt so einen Holzgatter? Genau so. Ich glaube, bis zu der Folge habe ich noch geschaut und dann habe ich gesagt, Feierabend, das war mir jetzt zu viel Blödsinn. Dass er dann da sich damals hingestellt hat und gesagt hat, ja, hier, meine Let's Plays wird immer geben und so weiter. Und ganz ehrlich, da hätte er sich auf seinen Lizenzen und so weiter, da hätte er sich mit auf Toilette setzen können und, ne? Wisst ihr schon, so wie Sopa Pipa Acta damals halt war, im Kern der Aussage hätte er seine Let's Plays an die Wand nageln können. So, jedenfalls, was ich noch sagen wollte, man muss halt als Let's Player, muss man wirklich stellenweise aufpassen, wie man und was man manchmal sagt. Weil, wenn da, ich sag mal, insbesondere Kinder und Jugendliche, die halt noch nicht so weit sind in ihrem Wissen, wenn die mit diesem gefährlichen Halbwissen losgehen, ey, das sind, ja, weiß ich nicht, tickende Zeitbomben. Ne?
Die sagen nachher, oh, der Trivolo, der hat gesagt, hier, ne, bla bla bla, keine Ahnung was. Und die Eltern sagen dann nachher, ist gut. Wer ist denn der Trivolo? Ja, hier ist ein Let's Player. Und ich kriege dann plötzlich Post. Ne, hier, was erzählt sie eigentlich für einen Scheiß? Und dann heißt das nachher, hier, ich bin Anwalt, ne, du bist fällig. Und ich denke mir so, WTF. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Was hatte ich jetzt eigentlich vor? Ja. Gut, da hätten wir dann das Gelände auch mal endlich eingezäunt. Das wollte ich sagen. Das wollte ich mir mal angucken von hier hinten. Gut, wenn jetzt über den einen Block da hinten noch Gras gewachsen ist. Würde ich mal sagen, würde ich mal behaupten, gefällt mir das soweit.